Boah, ist ja schön. Das Besondere, glaube ich, beim Mummelwetter ist das Innendesign. Ich grüße dich, Adrian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Sonntag. Ich habe spontan gesagt, komm, lass uns Sonntag drehen. Du hast direkt gesagt, ja, du warst nicht sauer. Denn ich sag mal so, Wohnmobilverkäufer ist stetig und immer, oder? Ja, ich meine, ich bin auch gestern nicht mehr zu Hause gegangen. Ich bin einfach über die Nacht hier, habe ich auf dich gewartet. Aber du warst ein bisschen zu spät, wie immer. So ist das ja. Ich komme immer zu spät. Der Mobilwetterdesign. Ihr habt diese Marke hier unglaublich lieb, weil die Leute, die reinkommen und das erste Mal sich umgucken in so einem Mobilwetter, die kaufen, glaube ich, nichts mehr anderes, oder? Ja, bei uns gibt es auch einen Spruch in La Marca, einmal Mobilwetter, nie andere Marke oder immer Mobilwetter. Und das wird unsere Zuschauer verstehen gleich in dem Moment, wann wir gehen rein. So, wir haben ja mal ein bisschen laufen lassen. Der ist brandneu, da ist noch nichts gemacht, da sind die Folien noch drauf. Und wundert euch nicht, wenn das ein oder andere noch ein bisschen Regenstreifen oder sowas drauf sind. Wir machen ja hier keinen, ich sag mal, Modelwettbewerb. Wir wollen die Autos ja ein bisschen zeigen. Und die gehen so schnell weg, dass wir wirklich, ich sag mal, Ausstellungsstücke sind schwer zu kriegen im Moment. Ja, ihr verkauft die richtig gut, oder? Ja, offiziell, die Mobilwetter ist die Bestseller oder eine der Bestseller, was gibt es momentan in die ganze Deutschland. So, Kia haben wir schon gefilmt, hier ein neues Modell, diesmal mit Queensbett. Mach ihn doch mal aus, so, sagen wir gerade so lieb. Ja. Ist das möglich? Genau, mach ihn mal aus, wir brauchen einen Schlüssel, dass wir den mal kurz holen. Und dann zeigen wir euch mal, was so alles drin ist. Was natürlich auffällt, alles ist anders. Wir haben nicht nur ein GFK, eine GFK-Seitenwand, ein GFK-Dach, GFK-Boden, sondern wir haben auch ein GFK XPS-Schaum dort drin. Das heißt also kein Holz mehr drin, oder? Nein, absolut keine Holz. Die Mobilwetter ist komplett holzfrei. Ist einfach die neue Technologie, was gibt es in dem Market in Materie von Isolierung. Also das bedeutet auch das Thema Nässe, Feuchtigkeit, Schimmel. Kannst du vergessen, alles kannst du vergessen. Das ist wasserabweisend, das Material. Ja. Also anders als Schaumstoff, der irgendwie verbaut ist, der das vielleicht sogar noch anzieht, das Wasser. Das ist wasserabweisend. Absolut korrekt. So, guck mal hier, da ist ein Polster drin, da kann ich ein Bett bauen wahrscheinlich? Ja, das ist die Bett in dem Moment, wann du streitest mit deiner lieben Frau, haben wir trotzdem hier einen Ersatz. Nein, Spaß, ist nur die Matratze vor die Innenraum, vor die Bett. So, und das siehst du hier, also du hast viel Stauraum, du hast überall nochmal alles ein bisschen ausgenutzt. Die Holzverarbeitungsqualität ist gut? Sehr gut, ist sehr hochwertig. Und zusammen mit diesem Design, diese italienische Design oder diese italienische Feeling ist ein Renner. So, Airline-Schienen habt ihr direkt mit drin? Ja. Cool, das gefällt mir. Also unten und oben Airline-Schienen, das heißt die Fahrräder können direkt verstaut werden. Der Boden hier ist wasserfest? Ja, ist wasserfest, die Garage ist komplett beheizt und belastbar bis 300 Kilo. Was ist hier hinter den Klappen? So, hier hinten haben wir normalerweise einen Stauraum und extra haben wir die Heizung. Okay, das ist der Zugang. Truma 6000? Ja, Truma 6000 mit Gas. Mit Gas, also eine Truma 6 E, ja, die hier verbaut ist. Und oben drin, was ist oben? Oben ist nur Stauraum, wo haben wir auch die Möglichkeit zu benutzen, diesen Stauraum direkt vom Innenraum, direkt unter die Bett. Vom linken Seite und rechten Seite, aber das zeige ich euch vom Innen. Dann lass mal auf, das heißt, das Bett kann ich anheben. Wir haben hier das Queensbett und ich bin ja großer Fan vom Queensbett wegen den Kleiderschränken. Sind hier zusätzliche Kleiderschränke? Ja, das ist absolut korrekt. Linke Seite, rechte Seite haben wir diese schöne Kleiderschränke, wo leider darf die Männer nicht benutzen, nur die liebe Frauen. Ja, denn die haben ja hängende Kleidung, die Männer haben ja meistens T-Shirts irgendwo. Ich habe eine Eurobox, da habe ich einfach alles reingeschmissen. Bei Frauen ein bisschen anders, oder? Ein bisschen. So, die Glocken läuten, denn wir sind tatsächlich in Bayern, sogar in Oberbayern. Das liegt in der Nähe von Augsburg und München hier, oder? Ja, ungefähr 40 Kilometer vom Augsburg, ungefähr 60 Kilometer von München. So, die gleiche Garage hier nochmal. Gas-Außenanschluss? Ja, dieses Auto haben wir dieses Outdoor-Paket. Das bedeutet, die Auto kommt mit Außendusche, Außengasanschluss und Außen-TV-Vorbereitung. Winterfest? Winterfest. Okay, das heißt auch alle Tanks beheizt? Ja, die Frischwassertank und Abwassertank sind beide isoliert und beide beheizt. Es gibt ein ähnliches Modell sogar mit Zwischenboden, mit technischem Zwischenboden. Ja, ist die größere Schwester, Wohnmobil, du sagst so, die Crosser. Das ist ja mal eine breite Tür. Wie breit? XL-Türe 76 cm. 76? Genau. Sicher? 100%. Geh mal rein. Echt? 76? Sieht krass, du kannst einfach so reingehen. Okay, eine Lippert-Aufbautür mit integriertem Multifunktionsfach mit drin. Und die Besonderheit, also das muss ich euch zeigen, Coupé-Einstieg. Du brauchst also hier keine Treppe. Absolut nicht. Die Treppe ist einfach gebaut
vom Chassis, so die Höhe ist nicht mehr wie ungefähr maximal 20 cm. So, ihr bestellt alle Fahrzeuge 4,4 Tonnen, die kann man ablasten auf 4,25. Richtig. Und dann darf ich die mit einem B-Führerschein demnächst fahren. Ab Mai, Juni, wenn ich nicht bin falsch, können wir schon fahren mit dem normalen Führerschein. So, das wird einfach möglich für die ganze Palette vom D-Führerschein. Und Zuladung jetzt bei 4,4 Tonnen? Ungefähr 1,1 Tonnen. Okay, also 4,25, ungefähr eine Tonne Zuladung. Genau. Boah, wie schön, dass das jetzt geht. Überleg mal, das war ja vorher mit 3,5 Tonnen immer ein Krampf, oder? Unmöglich. Aber jetzt bei die normale Heavy-Chassis haben wir einfach nicht mehr die Angst, haben wir nicht mehr die Gedanken, wie viele Schuhe können wir mitnehmen. Können wir alle Schuhe mitnehmen jetzt? Alle drei? Okay. Alle zwei. So, und das ist der Innenraum. Ich glaube, das ist das, wo die Leute wirklich Gefühle kriegen, denn ihr habt echtes Holz verwendet. Zum Beispiel der Tisch hier, das ist alles Yachtbau, oder? Ja. Das ist genau der Punkt bei der Mobilvetta. Dieser Klick, dieses italienische Feeling in dem Moment, wann wir gehen rein, ist einfach diese Überraschung. Boah, die Küche, wie schön die ist. Ja, und ist auch funktionell, nicht nur schön. Warte, ich zeige euch mal. An der Seite, wenn du reinkommst, du hast direkt hier alles besteppt. Das ist auch nicht irgendwie so ein bisschen billig aufgebracht. Das ist nope. Nee. Nope. Wenn wir überlegen, ganz ehrlich und ganz, ganz korrekt, fast alle besten Klamottenmarken kommen auf Italien. Warum soll nicht auch eine gute Wohnmobil auf Italien kommen mit dem besten Design? Was ist der kleine Knopf? Was hat der für eine Funktion? Die kleine Knopf ist in dem Moment, wann wir möchten, verwenden die dritte oder die vierte Sitzplatz. Bedeutet, das geht einfach hoch. Und hier können wir noch einen Sitz mit Gurt bauen. Ah, okay. So, das heißt, du ziehst den Knopf raus und dann geht's hoch. Richtig. Okay, verstanden. Sag mal, was ist hier drunter, unter dem Boden? Hier haben wir einfach einen Platz, wo können wir für unsere Getränke vor Sommer, ist nicht gekühlt, aber ist sehr gut isoliert. Beispiel, können wir Bier da lassen, können wir Wein, können wir Wasser, alles, was wir möchten, können wir hier einfach depositieren. Okay, und hier sieht man auch sehr schön diesen Schaumaufbau an Richtig. Der Mitte. Also wir haben ja eben drüber gesprochen, das ist jetzt Holz, gar keine Frage, genau, ist aber nur der Deckel. Holz, das ist ja. Nur der Deckel. So, und da siehst du diesen Schaum, das ist verrottungsfrei. Richtig. Also wenn hier Feuchtigkeit draufkommt, das macht nichts, oder? Absolut nichts, auch wenn kommt Wasser oder irgendwann wir bringen zu viel Wasser mit unseren Schuhen und so weiter, passiert absolut nichts. So, und das kann ich auswischen, richtig. Darunter ist aber jetzt der Boden dann, oder? Ist nicht isoliert. Ist der Boden. Ist einfach der Boden. Nicht isoliert. Das heißt, also nachts wird das hier richtig schön kühl und das Bier bleibt kühl, oder? Hoffe ich. So, und das ist die Küche. Guck mal hier, wie schön das ist, wenn du hier die Details siehst. Das ist so, das ist echtes Holz hier, oder? Das, oder ja, ist das Kunststoff? Ist veroilt, so bedeutet die komplette Linie. Nee, das hier meine ich. Ja, das ist echtes Holz. Das ist echtes Holz. Ja. So, und das ist geölt? Ja, das ist veröilt mit Schneidebrett. Beide sind Schneidebrett. Einfach, wenn wir möchten, was Gemüse oder so schneiden, haben wir die Möglichkeit. Und unter im Moment, wann wir möchten kochen, hier kann wir auch da lassen, auf jeden Fall. Kannst du mal gerade hier wackeln an diesem Metallteil, ob das fest ist, richtig? Nee, das da. Die? Ja, ist das absolut fest. Absolut fest, ja. Absolut fest. Und hier ist die Platz für die Rolltüche und so weiter, wo kann wir einfach sehr gut jeden Platz benutzen. Mhm. Ceva. So, ich guck mal grad. Wir so. So, dann Dreiflammkochfeld, ja. Piezo-Zündung, das ist drin. Dann hast du hier unten gebogene Möbel. Ja, hier ist und was sehr funktionell hinter bei dieser Türe, zeige ich dir gleich. Boah, ein Auszug. Und nicht nur, wir haben zwei Stück. Das bedeutet, unten haben wir noch eine. So, das ist zusätzlich nochmal gesichert, damit nichts passiert. Also du kommst überall leicht ran. Ja. Okay, und hier vorne hast du nochmal zwei Schubladen. Ja. Hier. Guck mal, wie schön das ist hier mit dem Silber Mobilvetta hier drin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Oberfläche ist HPL hier oben? Ja. Okay, also extrem belastbar. Dann alle sind mit Self-Close, überall. Boah, wie schön das zuläuft. Die sind ja jetzt noch leer, die Schubladen. Das heißt, es geht ja viel besser, wenn sie voll sind. Ja, genau das ist der Punkt bei Mobilvetta, weil die investiert sehr viel in die Design, aber genauso viel in die Qualität. Boah, unten ist ein Fach, dann habe ich hier eine Sitzbank. Ich habe eine Face-to-Face-Sitzgruppe mit einem Tisch, wo du auch wirklich gut durchkommst, oder? Ja, das ist einfach die Renner für die ganze Produkte von Mobilvetta-Palette. Einfach diese Face-to-Face, dieses Raumgefühl, wo findest du keine andere, keine Elsys-Gruppe, keine Alkohol und so weiter. Einfach hier hast du dieses Raumgefühl, mega viel. So, setz dich mal bitte auf den Fahrersitz.
Und dann zeigen wir mal ein bisschen was. Ihr habt hier nicht Citroën, nicht Opel, ihr habt nicht Peugeot, ihr habt Fiat genommen. Einfach Fiat Ducato 8. Gibt es auch einen Grund warum? Weil Mobilvetta ist komplett, läuft komplett auf Mobilvetta. Auf Fiat natürlich in die letzte schwierige Zeit ist ein bisschen Citroën gekommen, aber trotzdem Mobilvetta ist auf Fiat. Du hast wieder einen Rückspiegel. Die sind hingegangen und haben gesagt, okay, der Rückspiegel geht ja normalerweise nicht, aber jetzt hast du wieder einen richtigen Rückspiegel, sogar mit Leitlinien. Aber lass mir was extra zu zeigen. Weil haben wir die Doppelaugenrufer-Kamera. Das bedeutet, wenn du willst rangieren, hast du die zweite Kamera, dann hast du bessere Sicht. Okay, eine zeigt nach unten und die andere ganz normaler Rückspiegel. Genau so ist. Du hast einen Rückspiegel wieder. Ja, natürlich. Boah, wie cool. Dann hast du hier, da unten ist noch ein Multifunktionssystem mit drin. Ist das Original Fiat? Das ist die neue Fiat Original Multimedia System. Natürlich liegt noch ein bisschen in andere Sprache, ist immer noch Italienisch, aber das wird schon gewechselt bevor der Auslieferung in Deutsch. Okay, das heißt, ihr könnt das einstellen auf Deutsch. So, Multifunktionslenkrad mit dabei, das Original Fiat Ducato 8. Die Verdunklung, zeig mal bitte, wie geht die? So, Plissé, von linker Seite, rechte Seite, dann können wir zusammen festmachen. Dann haben wir auch seitlich, inklusive die Skyroof, die komplette Auto in die Abend. Ach, Skyroof, habe ich ja ganz vergessen, ja. Das heißt, du hast ganz viel Licht hier drin. Das funktioniert auch ganz gut und es ist eigentlich ein richtig tolles Zwei-Personen-Fahrzeug, oder? Das ist nicht nur Zwei-Personen, weil du merkst schon hier, dass statt die elektrische Hubbett haben wir eine große Dachfenster. Aber das macht nichts, weil diese Tischdinette kann wir nach unten sinken. Bedeutet, wir kriegen noch ein extra Notbett hier. Also du kriegst ein Bett von der Seite zu der Seite, genau, komplett. Ich zeige euch schnell. Ja, mach mal. Wurde nicht lang dauern. Muss ich nur schnell. Tja, Adrian muss einmal entriegeln. So, das Fahrzeug ist nagelneu. Adrian hat entriegelt. Jetzt kann man da unten einen Support rausziehen. Eine kleine Unterstützung. Er hat's gedreht. Dann hast du mit dem Fuß hast du drauf gedrückt, gell, unten, gell? Ich habe gesehen, vor ein paar Minuten die Garage, diese extra Matratze. Wenn du die mal gerade holst, bitte, sag mal gerade, Adrian, geh die mal holen. Denn das zeigen wir eher selten und da kommt die Matratze rein und dann hast du ein komplettes Bett und der Adrian wird sich auch gleich mal kurz reinlegen. Denn alles ist hier mit Kunststoff, mit Folien überzogen, sodass er auch nichts hier dreckig machen kann. Ach, das Leder ist aufgesteppt. Das ist Raumgefühl hier drin. Das ist die Matratze. Die machst du dann hier drauf. Und dann hast du, wenn du dich mal drauflegst, bitte, Adrian, ich weiß heute... Hier haben wir einfach ein ganz normales Bett oder eine normale Sofa unter den Tag, so wie die Kunde möchte. Okay, das heißt auch der Umbau, das ging total problemlos. Hast du gesehen, 30 Sekunden. So, dann bauen wir zurück, dass wir es mal kurz zauen. Also, das heißt, du nimmst die Polster raus. Den Tisch kann man ja noch ein bisschen mehr in die Mitte schieben, gell? Das ja, ist der. Das war nur auf die Schnelle, aber das können wir einfach in die Mitte korrekt legen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Der fährt von selber hoch. Natürlich. Mit dem Fuß machst du das. Genau, ist komplett alleine. Was ich total klar... Ist das stufenlos eigentlich? Nein, leider nicht. Ist schon in die gute Höhe, du sagst so. Okay. Aber ist nur ganz unter oder ganz hoch. So, jetzt will ich durchgehen. Mach mal quer. Das heißt, einfach zuklappen. Und hier gibt es noch eine Funktion bei diesem Tisch. Die Funktion ist ganz einfach, wenn wir drücken diese Hebel von hier, muss ich schnell finden, einfach mit diesem Tisch kann wir spielen, so wie ich möchte. 360 Grad kann wir drehen. Ach, jetzt habe ich einen riesen Durchgang. Natürlich. Boah, der Tisch ist gut. Ja, nicht nur der Tisch. So einen Tisch habe ich nicht in meinem. Das. So, komm. Wir sind ja keine Memmen hier. Kriegen das hin. Großer Spiegel direkt am Eingang. Der ist beleuchtet. Guck mal hier. So. Klar, die Auto kommen auf Italien. Komm bisschen aus Italien. Stil muss die Auto haben. Bisschen Stil muss es haben. Was ich cool finde, ist die Möbel, der Möbelbau. Das ist linermäßig. Trotzdem kriegst du das Auto hier unter 100.000? Ja. Deutlich? Ja. Dieses Auto liegt irgendwo bei Basis bei 82. Dann kommt drauf an, wie ist die Ausstattung vom Auto. Sagen wir, gut ausgestattet wird ungefähr 95.000 Euro. 95, also 82.000 geht's los, 95.000. Hier oben habe ich dann noch jede Menge Sachen. Wenn du mal gerade hier aufmachst, bitte. Auch das ist ordentlich gemacht. Dann hast du dieses, ach, das große Heki dabei aus dem Liner. Auf jeden Fall, weil genau das ist der Punkt, in dem Moment, wann wir haben keine Hube dabei, haben wir eine riesige mit Heki mit sehr viel Licht.
Boah, guck mal hier auch das Licht, das ist hier schön beleuchtet. Überall hast du Leder mit drin. Du hast einen textilen Himmel direkt mit eingebaut, auch wie im Liner. Auch, genau wie im Liner. Erste Mal wegen der Isolierung, zweite Mal wegen designmäßig. So, und dann liegen alle Möbel liegen auf dem Teppich drauf. Das heißt, da kann ich scheuern oder reiben. Auf jeden Fall. So, und dann die Truma Aventa genau an der richtigen Stelle. Genau. Kannst du für vorne und für hinten verwenden. Und das ist natürlich der Kühlschrank. Das ist ein Riesenplus, denn der ist so groß und so breit, das kann man nicht vergleichen mit dem Dometic-Kühlschrank. Nein. Der ist viel größer. Ja, ist die 145 Liter. Okay, so kenne ich. Wird leider nicht mehr in den Fahrzeugen verbaut, die ich im Moment habe. Also das war mein Lieblingskühlschrank im 78FX. Und ja, ich weine eine Träne, aber ist bei den meisten Aufbauten ein bisschen zu breit. Mach mal zu bitte, aber hier ist er ja drin. Ja. So, dann hast du eine Truma 6, gell? Truma so. 6, genau. Okay, dann hier 6. Oben Fernseher. Genau, eine Smart TV. Smart TV ist mit drin. Dahinter, was ist da? Hier haben wir normalerweise einen Stauraum, wo kann wir verwenden und die Regler von der Solaranlage. Die Auto kommt seriesmäßig mit der Solaranlage, die 140 Watt. 140 Watt, das diese heißt die Batterie ist dann nicht so leicht leer, auch wenn es mal steht, mache ich die Verbraucher aus, Batterie ist immer voll. Richtig, so. Wir bauen fast bei jedem Auto diese Lithium-Batterie und dann auf jeden Fall, wir sind komplett auf Tag. So, jetzt kommt das Beste. Also dies hier ist ein richtiges Schlafzimmer. Warum? Ich muss nicht krabbeln. Ich kann einfach reingehen. Geh ruhig mal rein, Adrian. Du bist über 1,80 Meter, 1,86 Meter, ein großer Mann. Und jetzt sieht man sehr schön, du gehst am Bett einfach vorbei. Ist ganz einfach, sage ich immer so, oder ich kläre zu immer so Sekunde, wie zu Hause. Bedeutet, ist wie zu Hause, haben wir die Möglichkeit zu gehen im Bett von linker Seite, von rechter Seite, ohne zu Risiko zu krabbeln oder zu benutzen in die Nacht die Leiter und so weiter. Einfach und praktisch. Ja, ein Riesenplus ist, glaube ich, Schnappatmung, ist die Dusche. Ihr habt eine Design-Dusche, die aber handwerklich gefertigt wird. Das ist jetzt kein Standardbauteil, was ich mir aus irgendeinem Katalog raushole. Wenn man gerade hier die Duschwanne mit da aufmachst, dass man da mal reinschauen können. Die ist beleuchtet, du hast eine feste Duschabtrennung drin. Alles ist wie im Yachtbau. Ja, absolut genau die gleiche Design. Und müssen wir auch die Masse schauen, dass die Dusche ist riesig. Passt jeder Person rein. So, wenn du das zurückdrückst, dann kannst du diesen Raum benutzen als Teil, wenn ich mich umziehen möchte, damit ich mehr Platz habe, gell? Auf jeden Fall, weil von diesem Grund ist diese klappbare Türe hier, dann gewinnen wir hier in die Mitte einfach mehr Platz. So, und das heißt, dieser ganze Raum, der steht mir zur Verfügung. Hier sind zwei Schubladen? Ja, hier sind zwei Schubladen, welche genau kann wir... Boah, die sind tief. Genau. Okay. Die läuft auch mit Self-Close. Also Soft-Close übrigens besser, wenn es beladen ist. Natürlich. Also der, nicht, dass ihr denkt, oh, läuft nicht. So, und jetzt kommt das, was du gesagt dann, hast, von oben ran. Hier ist die große Überraschung vom Stauraum. Einfach linke Seite, rechte Seite und mit der Möglichkeit, dass wir lassen die Tür auch offen vor die Garage. Wow. Jetzt zeigen wir mal die beiden Kleiderschränke und spätestens jetzt wird klar, dass das französische Bett nicht immer die schlechteste Lösung ist. Denn du hast zwei große Kleiderschränke an den Seiten dran für hängende Kleidung. Da kommst du problemlos ran, da kriegst du locker 20 T-Shirts rein, oder? Auch Hemden und so weiter, auch mal ein Kleid. Dann guck mal das gleiche auf der rechten Seite nochmal. Genau, und müssen wir nicht vergessen, hier haben wir noch eine extra, aber das schauen wir gleich an. Dieses Dreiraumsystem. Was bedeutet dieses Dreiraumsystem? Warte, ich gehe mal rein. So, ich bin jetzt hier drin, gehe jetzt hier schlafen, gehe mal hier um die Ecke rum. Hier habe ich übrigens noch eine extra Ablage hier mit drin, dass wir das mal sehen. Also hier kannst du dein Handy hinlegen, du kannst die anderen Sachen ablegen. Du hast ein richtig kleines Nachtschränkchen. Richtig. Und ist einfach sehr funktionell. Und dann kommt der große Vorteil in meinen Augen. Dieses Dreiraumsystem bedeutet, hier kann wir komplett schließen. In dem Moment, wann die liebe Herren wollte die Frühstück früher vorbereiten für die liebe Damen, einfach haben wir die Möglichkeit zu schließen. Ja. Komplett. Boah, wie geil. Jetzt ist zu. Das heißt, derjenige kann hier schon mal schlafen, hat seine richtig schöne Schlafkammer. Und auch das Holz gefällt mir gut, Adrian. Ein großes Heki wieder. Guck mal hier oben drüber. Also nicht Mini-Heki oder so irgendwas. Das ist gut. Zwei Lautsprecher. Soundsystem ist schon drin? Soundsystem ist schon drin, weil dann läuft alles über Bluetooth, über die Multimedia, Fiat Multimedia. So, hier oben hast du die Fernsehvorbereitung. Das heißt also auch hier ist schon die Steckdose, Sat-Anlage und so weiter. Kaufen die Leute noch viel Sat-Anlagen eigentlich? Nein.
Ehrlich zu also sagen, nein, weil die neue Trend geht zum, die, zum Hotspot direkt vom Handy mit einer Smart TV oder wir bauen diese LTE 5G Internetantenne. Ist problemlos zu benutzen. Stimmt, ja. So, jetzt kannst du hier auch nochmal zumachen. Das heißt, du kannst dir ein richtiges Raumbad schaffen, indem du diese Tür schließt. Und du kennst das ja, du hast jetzt Besuch im Wohnmobil, da soll keiner hinten reingucken, auf die Toilette gehen die sowieso nicht. Da machst du einfach zu. Richtig. Und dann hast du deine schöne, aufgeräumte Situation. Zeit für dich, so sagst du. 1,86 Meter plus Schuhe gerade. 1,86 Meter plus die Schuhe. Cool, also Platz haben wir da satt. Jetzt gehe ich mal kurz hier rein. Film mal gerade rein, dass wir das mal sehen. Hier haben wir, ja, das ist jetzt mal Beinfreiheit. Adrian, geh ruhig mal rein, setz dich mal auf die Toilette bitte drauf. Und hier sieht man die Beine. Achso, hast du hochgemacht, ja. Das, gut, also du hast genug Platz für die Beine. Mach mal die Tür zu, geht das? Geht das, das heißt, also du kannst auch schließen. Mach nochmal auf, bitte. Und weißt du, was am allerbesten ist? Was, allein deswegen würde ich das Fahrzeug kaufen. Du kannst die Toilette abschließen. Das heißt, also du kannst sie zwar mit einer Münze von außen öffnen, aber keiner stürmt einfach rein. Also wenn ich jetzt, egal was ich mache, ich bin auf Toilette und so weiter und so fort, da kannst du drehen, mach mal bitte. Und dann ist abgeschlossen, dann ist Feierabend und jetzt ist erstmal Ruhe. Und das haben viele nicht. Die hat viele nicht und ich möchte dir unbedingt noch was zeigen, was finde ich absolut geil in diese Bad, ist einfach die Waschbecke. Wäsche können wir einfach drehen, wann wir möchten. Kannst du drehen? Ja. Du, die Einweisung ist wichtig, denn ich glaube, viele Leute, die haben das seit 2 Jahren und die sehen jetzt das Video und sagen, was, das kann man drehen? Weil es ist auf den ersten Blick, sieht es nicht so aus, oder? Genau. Und natürlich können wir auch zumachen in dem Moment, wann wir möchten das, können wir zumachen und benutzen auch so. Gut, also hier vorne nochmal 2 große Kleiderhaken, hier kann ich sogar Jacken reinhängen und so weiter. Alles ist hier oben, ich nehme an, dass man dagegen tippt, dann geht es an, das Licht, oder? Hier oben? Ja. Okay. Hier haben wir Licht und hier haben wir komplett indirekte Licht. Okay. Riesen. Und noch eine kleine Überraschung ist dieser extra Stauraum, wo viele Leute weiß nicht oder denken, das ist einfach zu, aber haben wir einfach Platz für unsere Parfüm oder wie immer. So, Geheimfach. Könnt ihr Geheimfächer einrichten eigentlich? Wenn der Kunde sagt, ich möchte ein Geheimfach, wo keiner weiß, dass es da ist. Das heißt, ihr könnt in der Schreinerei, könnt ihr zum Beispiel etwas öffnen, wo man nicht direkt sieht, wo es ist, wo ich dann ganz wichtige Sachen reinmachen kann. Dann mache ich noch einen Fake-Tresor irgendwo rein. Dann denken die Leute, da wäre es vielleicht drin. Und ihr könnt die Fahrzeuge relativ einbruchssicher machen. Das heißt, Prickstop ist möglich bei euch? Könnt ihr einbauen? Ja, ist möglich. Wir haben 2 Schreine in unserem Haus. Wir bauen relativ oft diese Tresore und so weiter, weil viele Leute mittlerweile wohnt in die Wohnmobile, die hat keine feste Wohnung und so weiter und von diesem Grund, die möchte einen Tresor oder irgendwo, wo kann die lassen, seine Handy, iPhone und so weiter, Geld und so weiter. Zusatzschlösser, ist das möglich? Kann ich in die Aufbautür Zusatzschlösser machen? Ja, auf jeden Fall und mittlerweile, wir bauen sehr, sehr gute Alarmanlage vom Tritoning mit Safe Lock und so weiter, die sind sehr, sehr gute Alarmanlage. Okay, dann macht man da einen Aufkleber drauf und dann haben die eh schon keinen Bock mehr. Genau. So, dann geh mal raus, geh ruhig mal vor, dann zeigen wir euch mal. Jetzt gerade zu zweit gehen wir einander vorbei. Das geht. Kleines Hickey hier übrigens noch hier. Dusche haben wir gezeigt. Ich glaube, es ist klar geworden, dass hier kommt aus einem anderen Stern. Und wenn du siehst, dass Leute viel Geld ausgeben für andere Wohnmobile, die ähnlich viel kosten und dann nicht dieses Design haben, ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Leuten das zeigen, dass es sowas gibt, oder? Ja. Das ist genau der Punkt. Ich mache Mobilwetter Marke vor 7 Jahren jetzt. Und ich habe gesehen, in diesen 7 Jahren einfach viele Leute, welche sind gekommen von anderen deutschen Market oder von anderen Produkten, wo die kommen vom ersten Mal in die Mobilwetter und ich sage, wow. Es fühlt sich neue Wohnmobil. Es fühlt sich auch richtig wertig an. Also es ist nicht nur so, dass das nur Design ist, sondern die ganze Möbelbau, das kannst du anfassen, das kannst du machen. Wiederverkaufswert beim Mobilwetter. Wenn einer sagt, ich will einen anderen Grundriss haben, gib den alten in Zahlung, kriegst du gutes Geld noch. Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ist besser wie mit Immobilien. So meine alte Kunde mit die Mobilwetter hat momentan verkauft mit plus alle diese Autos. Okay, das heißt also, ich fahre ein Jahr im Moment und kriegst vielleicht sogar noch ein bisschen mehr raus, als ich hatte. Lieferbarkeit, wie sieht's aus? Immer ein gutes Produkt, dauert lang zu kriegen, aber sagen wir so zwischen 12 Monate und 14 Monate mittlerweile. Geht's. Also dann kriege ich aber genau den Mobilwetter, den ich... habt ihr viele da mal zum Zeigen? Weil es werden ja immer wieder welche angeliefert, wo man den Leuten auch mal zeigen kann, wie der hier zum Beispiel, der ist ja schon verkauft, der hier, oder? Die Stück ist schon verkauft. Wir haben die okay gekriegt, von die Kunde zu drehen, dieses Video. Natürlich, in die Hof haben wir fast alle Modelle, aber alle sind schon verkauft. Aber wir kriegen laufend noch Produkte und noch
Ersatz vor die Autos. So, Auto werden wir jetzt wieder zuschließen. Hier darf kein anderer Besucher rein. Nope. Das ist für den Kunden schon reserviert. Wir haben mal alles gezeigt, aber vielleicht für den Kunden auch mal ganz lieb, dass er mal sieht, das ist mein neues Auto. Komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir es. Wir sind in Landsberg am Lech. Du bist der Adrian. Ja, genau. Du sprichst drei Sprachen perfekt, unter anderem Deutsch, Englisch und Rumänisch. Bisschen Rumänisch, ja. So, du bist unglaublich leidenschaftlicher Wohnmobilverkäufer, das merkt man. Denn du bist, glaube ich, der bestbezahlte Wohnmobilverkäufer jenseits der südlichen Hemisphäre und machst das wirklich mit viel Leidenschaft. Was ist dein Trick? Bist du ehrlich? Ganz einfach. In dieser Branche ist nicht wie Pkw-Branche. Es ist eine Branche, wo müssen wir die perfekte Produkt finden für die Kunde. Unser Job ist zu finden, einfach was passt um die Kunde. Aber das muss mit Spaß gemacht, sonst macht keinen großen Sinn. Und du schließt die Leute nicht ein und sagst, sie müssen jetzt hier unterschreiben, sonst kommen sie nicht raus? Nur ab und zu. Dankeschön. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei La Marca, Landsberg am Lech. Und das Ganze heute am 2. April 2023, ein Sonntag. Tschüss.